Hey, willkommen bei Herzwärts und Halbwärts. Ich bin Svenja Strohmeier und ich nehme dich mit in mein Leben voller Magie, voller Schönheit, voller Lebensgenuss, voller Heilung und voller Liebe. Sei so willkommen. Lass uns gleich starten. Hey, die letzte Folge zum Thema Freundschaft ist schon länger her und ich habe einfach gerade auf so vielen Ebenen einen Durchbruch in Erkenntnissen zu, wie wir miteinander sind und wie wir uns miteinander heilen helfen. Und das mag ich dir einfach nochmal rübergeben, weil ich merke, wie vorsichtig ich war im Bereich von, ich muss Menschen verschonen mit meinen echten Gefühlen und wenn ich wütend werde, Wut fühle, wie sehr ich das eben doch unterdrückt habe, weil ich den Schmerz hatte oder die Erfahrung gemacht habe in meiner Kindheit und natürlich dann auch in meinem ganzen Leben, weil wir ja immer wiederholen, was wir schon kennen aus der Kindheit, dass wenn ich meine Gefühle zeige, meine Wut zeige, dass Menschen dann total verletzt davon sind. Das heißt, ich habe gelernt, es ist total okay, wenn ich verletzt werde und auch total normal, wenn ich verletzt werde. Aber ich darf niemanden verletzen. Jemanden zu verletzen, also auch ihm zu sagen, ich will das nicht, diese Form, wie du Liebe lebst, will ich nicht, diese Form, wie du Freundschaft lebst, will ich nicht, weil das tut mir weh, ist einfach ein Recht, das ich sagen kann, ja. Also, und ich meine, das mag für dich total offensichtlich sein. Und vielleicht sagst du jetzt, Svenja, was stimmt mit dir nicht, irgendwie, dass du dich das nicht getraut hast. Wenn wir grundsätzlich das Gefühl haben, ich bin falsch, wie ich bin, und jeder Mensch, den ich kenne, der ADHS auch hat, hat das. Also diese grundsätzliche Überzeugung von ich bin anders, ergo ich bin falsch, bedeutet auch, dass das, was ich fühle, aus Prinzip erstmal übertrieben oder viel zu viel ist. Und wenn ich keinen guten Grund dafür habe, dass ich das fühle, und wenn ich nicht genau benennen kann, was ich nicht will, dann habe ich kein Recht zu sagen, stopp. Und dieser gute Grund, das habe ich mir schon erkämpft, ja. Selbst bei einem guten Grund habe ich mir nicht erlaubt, das zu fühlen. Also sobald ich irgendetwas fühle, springt innerhalb von einer Millisekunde mein Verstand an, interveniert, drückt das Gefühl weg und versucht erstmal zu analysieren, ob es angemessen ist, jetzt dieses Gefühl zu haben. Und das ist so schmerzhaft und so ineffizient, denn Gefühle müssen gefühlt werden, um befreit zu werden. Gefühle kommen ja immer aus einer alten Situation, also Emotionen. Ne? Eine Emotion ist ein Gefühl mit einer Story. Das heißt, wenn du das und das zu mir sagst, dann fühle ich mich nicht gut genug. Dann bin ich verletzt, weil das sind Stories, immer aus der Kindheit. Und es gibt ja so viele Coaching-Ströme oder Bereiche oder Coaches, die dir sagen, drop your story, so lass die Story fallen, hör auf, dich zu identifizieren darüber. Die sagen, hör auf zu fühlen. Und natürlich ist es total wichtig, nicht ohne Metaebene und total unreflektiert irgendwas auf jemanden drauf zu projizieren und es dieser Person dann vorzuwerfen. Ja? Zum Beispiel, wenn in mir der Schmerz ist, dass jemand mich nicht wählt, sondern ich immer wieder an Menschen gerate, die unverbindlich sind, während ich mir aber eine committete Beziehung wünsche, so, dann kann ich nicht in die Welt gehen und es Männern vorwerfen, dass sie mich nicht wählen, weil der Schmerz in mir ist. Ich kann nicht im Außen die Verhaltensveränderung erwirken oder erwarten oder dann, wie die meisten Menschen es machen, sich verletzt abwenden, um dann wieder die Wunden zu lecken und den nächsten Menschen anzuziehen, der ihnen dann genau das antut. Denn die Menschen werden immer nach deinen Spielregeln spielen. Wir sind Frequenzmatches für Menschen, die uns unsere Wunden wieder öffnen, die uns unsere Wunden bestätigen, bis wir graduell heilen. Und das mit der Heilung, weißt du, das ist, ich habe immer das Gefühl, die Menschen sehen das wie, Tier Swan hat neulich so ein geiles Bild benutzt, das ich dir malen möchte. Die Menschen sehen ihren Heilungsweg wie eine total verdreckte Küche. So. Und je nachdem, wie die ersten Lebensjahre für dich waren,
Je nachdem ist viel Chaos oder weniger Chaos oder es ist einfach nur katastrophal. So. Und die haben das Gefühl, hey, bis ich nicht diese ganze Küche aufgeräumt habe, bis nicht alles blitzblank wieder im Regal steht, bis dahin habe ich kein Recht darauf oder werde ich mich nicht glücklich fühlen. Bis dahin werde ich nicht tiefe Freundschaften führen. Bis dahin werde ich nicht meinem Mann oder meiner Frau begegnen können. So. Und dann machen die sich auf die an die Arbeit und es wird so ein Optimierungswahn irgendwie. Und hier ist noch ein Schatten und da ist noch ein Problem und da ist noch ein Trauma und es hört nie auf. Aber diese kausale Kette ist eigentlich das Problem. Denn was Heilung eigentlich ist, ist Heilung ist wie ein Fenster, das zugestaubt ist. So. Und wenn du auch nur ein kleines Stückchen davon putzt, dann kommt Licht rein und dann sieht es neu aus und dann siehst du andere Dinge draußen auf der Straße und du siehst andere Dinge in dem dunklen Raum dahinter. Ja, also es wird exponentiell Licht und nicht, du hast einen Teller abgewaschen und dann ist dieser Teller in Ordnung. Es ist einfach nicht so. Ja, und deswegen lade ich dich auch für das Thema heute, was ich dir mitgebracht habe, nämlich Freundschaften, was natürlich auch am Ende Verbindungen sind und auch für Beziehungen gilt, aber über Beziehungen habe ich schon so viel geredet. Mein Thema des Jahres sind einfach Freundschaften, Herzensfreundschaften mit Frauen, weil ich so tief in der Schwesternwunde drin saß früher und noch immer noch merke, dieses Konkurrenzdenken oder dieses mich überordnen, weil ich dann sicher bin, oder andere unterordnen, nicht sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist einfach so tief aus der Schwesternwunde. Ich habe zum Beispiel sehr lange auf den ersten Blick schon erkannt, ist jemand weiter als ich in der spirituellen Entwicklung. Das spirituelle Ego ist ja das größte von allen. Ne? Ist jemand weiter als ich oder nicht so weit? Was hat jemand im Leben erreicht? Ja, bin ich besser oder schlechter? Da, als Reflex kickt das rein, ja, weil es Überlebenswillen ist, aber es macht Freundschaft unmöglich. Das ist die Schwesternwunde. Und was ich einfach rausgefunden habe oder was ich lebe dieses Jahr und immer mehr erforsche auch, ist jetzt gerade auch im Juni und im Juli, ist, dass wir immer vermeiden, uns gegenseitig zu verletzen. Und wir hypen Freundschaft ja auch als das, ne? Man achtet aufeinander, man sorgt dafür, dass es dem anderen gut geht. Das ist so ein Bullshit. Niemals könntest du dafür sorgen, dass es jemand anderem gut geht. Niemals. Sondern sei dann mit dem anderen, wenn es ihm schlecht geht. Sei einfach da, sei einfach präsent. Nicht, um ihn rauszuholen aus diesem Schatten oder aus dieser Dunkelheit, sondern sei einfach da. Es ist so unvergleichlich geil. Und gut und gesund für uns zu merken, ich brauche niemanden, der mich da rausholt. Ich brauche nur jemanden, der mit mir sitzt, bis ich die Kraft in mir entwickle. Entschuldige, musste was trinken. Bis ich die Kraft entwickle, davon selbst rauszukommen. Wir wollen nicht aus unserem Schmerz gezogen werden, denn es ist gar nicht gesund, das zu tun, denn Schmerz zeigt sich ja, um zu heilen. Ja, wenn du Eiter in der Wunde hast und da wächst Haut drüber, ist das sehr gefährlich. Katzenbisse, eine der gefährlichsten Sachen, die du haben kannst, denn, also viel gefährlicher als Hundebisse, nicht weil die so viel Schaden anrichten auf den ersten Blick, sondern weil die mit ihren spitzen Zähnchen so tief tackern, dass die Bakterien aus dem Katzenspeicher ist sehr toxisch. Ja, über die Hälfte der Mäuse, die gebissen wird von der Katze und entkommen, sterben trotzdem, weil der Speichel so toxisch ist. Weil die Katze so tief tackert, bis auf den Knochen, und dann so schnell die Haut darüber wieder zuwächst, dass die Keime nicht rauskommen. Und genau das ist das, was in Wunden passiert. Das heißt, die Haut wächst drüber. Ja, wir denken, die Zeit heilt die Wunden. Die Zeit heilt überhaupt gar nichts. Die Zeit betäubt dich und nimmt dir das Bewusstsein darüber, dass da unten was sitzt, was schwelt und gärt. Was wir also machen in Verbindung miteinander und in Freundschaft miteinander, und ich finde das so großartig, weil das der größte Liebesdienst ist, den wir aneinander haben könnten, ist, wir öffnen uns diese Wunden wieder. Sobald du in eine Freundschaft gehst oder in eine Verbindung oder in eine Beziehung, kickt dein Blueprint rein von, das hier bedeutet Freundschaft, das hier bedeutet Liebe. Das heißt, du wirst von der anderen Person genau da berührt werden, wo es noch nicht heil ist in dir. Das machen übrigens auch Hunde. In meinem Kurs Karo haben wir das so wundervoll beleuchten können vorletzte Woche.
Das machen nicht nur Hunde als unsere Spiegel, das machen nicht nur Kinder als unsere Spiegel, das machen auch Freundinnen und Partner. Natürlich, das macht die ganze Welt. Denn du willst nicht kaputt bleiben, du willst nicht im Schmerz bleiben. Es will in dir heilen und es wird alle Wege finden, die es finden kann und jeden Menschen benutzen dafür, den du benutzen kannst. Und diesen Dienst können wir so aneinander zelebrieren, weil wir das gegenseitig miteinander machen. Wir ziehen uns genau die Menschen an, die genau das Verhalten zeigen, das wir kennen von Mama oder Papa oder von unseren Geschwistern, damit wir denen begegnen können und diese Metaebene dabei haben können und realisieren können, ah, da bin ich noch nicht heile, da sitzt noch was richtig, richtig Schmerzhaftes. Hier möchte ich mit dir eine wiedergutmachende Erfahrung machen. Wir nennen das wiedergutmachende Erfahrung oder korrigierende Erfahrung in der Psychologie. Das heißt, es wird sich wieder so anfühlen wie damals. Es wird total wehtun. Und wenn du wechseln kannst oder wenn ihr wechseln könnt aus der Diskussion darüber, was passiert ist, wer was gesagt hat, wer was wie gemeint hat, wer wen wie verletzt hat und so weiter, was richtig und was falsch war, wenn ihr da aussteigen könnt und direkt gehen könnt, so, boah, das fühlt sich genau so an wie damals als. Wenn du diesen Switch hinbekommst, dann kannst du großartige neue Erfahrungen machen. Und dafür treffen wir uns eigentlich. Und wenn wir das aber nicht wissen, dann verletzen wir uns nur immer wieder gegenseitig und verlassen uns irgendwann, wenn die Liebe wirklich oder die Freundschaft so tief begraben ist unter diesen Berührungen in Schmerz. Und dann ist Freundschaft wirklich total unbesiegbar. Wenn wir nicht mehr versuchen, wie auf dünnem Eis, den anderen bloß nicht zu verletzen, dem anderen bloß das zu geben, was er braucht, wird garantiert genau das passieren, was wir nicht wollen. Das ist unterbewusster Shit. Und das ist gut, dass das passiert. Denn wir wollen ja heil werden. Wir wollen ja nicht weiterleben mit diesem Eiter unter der Haut, mit dieser Wunde, mit diesem Dorn. Also kannst du es zulassen, dass die Menschen, mit denen du in Verbindung bist, diese Bereiche in dir berühren. Und du, das Geilste ist, du musst nichts machen, außer deine Wahrheit schenken, und zwar immer. Von einem richtig guten Ort. Also mit einer richtig guten Herzkommunikation. Wenn du das nicht kennst oder kannst, in meinem Shop findest du den Kombikurs Heiles Herz und Herzkommunikation. Der ist, glaube ich, super günstig im Moment. Kannst du einfach mal checken. Herzwärts und heilwärtsshop.de mit Ä, mit Äs, mit richtigen Äs. Genau. Also du musst es schaffen, richtig gut zu kommunizieren, was gerade in dir lebendig ist. Und dann könnt ihr aussteigen aus diesem Trigger. Und dann könnt ihr beieinander und miteinander in Verbindung bleiben, während es schmerzt. Und das ist die wiedergutmachende Erfahrung. Ja, dass man dich nicht verlässt, dass nicht ein weiterer Riss entsteht, dass du nicht weniger lieb gehabt wirst jetzt. Ja, wenn unser Nervensystem realisiert und unser Unterbewusstsein erkennt, dass Konflikte uns am Ende immer näher zusammenbringen, wenn wir richtig damit umgehen, anstatt uns Liebe zu nehmen, dann hast du Liebe, so eine krasse Säule von Liebe gemeistert. Ja. Also schenk deine wahren Gefühle. Ja, boah, ich bin so wütend. Das macht mich so sauer, dass du das sagst. Ja, nicht weil, keine Rechtfertigung, keine Begründung, sondern einfach, das ist mein authentisches Gefühl jetzt gerade. Das macht mich so scheiße sauer. Dann kommt dieser Atemzug und dann ist die Aktivierung vorbei und es wird ruhig. Und dann kannst du diesem Gefühl nachspüren in dir. Du kannst auf die Suche gehen. Welcher Teil in mir ist das, der dieses Gefühl fühlt? Wie alt ist dieser Teil? Wie alt war ich, als dieser Teil in mir verletzt wurde? Wer hat das vielleicht auch aufgerissen? Wann habe ich das immer wieder erlebt? Und jetzt ist es wieder da. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass das nie wieder passiert. Ja, so gehen wir um mit Retraumatisierung. Also es ist eine Reinszenierung. Wir spielen es neu. Und wenn wir nicht wissen, was da passiert und nicht aussteigen können, werden wir retraumatisiert. Aber wenn wir darüber reden können, wenn wir es erkennen können und miteinander da sitzen können mit dem, was gerade passiert, auch zu erkennen, wer ist gerade der Täter, wer ist das Opfer, wer wird der Retter, das Drama-Dreieck eben auf dem Schirm zu haben. Wenn wir das erkennen, dann kann es eine wiedergutmachende Erfahrung werden. Also wir reinszenieren unseren Schmerz mit jeder Person, die Ja sagt dazu. Mit allen Situationen, die wir so fühlen und erkennen und durchleben im Leben. Wir reinszenieren immer. Denn unser Unterbewusstsein möchte heilen, unsere Schmerzen möchte heilen, unsere Traumata möchten heilen. Und wir müssen einfach
genau die richtige Art finden, damit umzugehen, miteinander. Und dann können wir es wieder gut machen, Erfahrungen machen. Und so fällt mehr Licht durchs Fenster rein. Es ist wirklich so einfach. Und niemand bringt es uns bei. Außer ich jetzt dir. Also hey, ja, nimm das Wissen und mach was richtig, richtig Geiles draus. Alles Liebe zu dir. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenjastrohmeier.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin, eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts- und Heilwerts-Coaching-Akademie und auch das Herzwerts- und Heilwerts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust. Und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwerts und Heilwerts auf Facebook oder folge mir auf Instagram herzwerts_und_heilwerts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.